Ich möchte euch das Fagott vorstellen. Der Begriff Fagott kommt aus dem Italienischen von il fagotto und il fagotto heißt das Bündel. Und wenn ihr mein Instrument genau anschaut, seht ihr, dass es aus ganz vielen Teilen besteht. Und zwar unten aus dem Stiefel, aus dem Flügel, der Bassstange und der Stürze oben. Und diese Teile zusammen bilden das Fagott und wenn man hier guckt, der Luftweg geht hier los und man sieht hier unten, dass es dort ganz geschlossen ist und dass es da wieder hochgeht und dass es dadurch eine sehr besondere Länge hat. Und dadurch, dass es so sehr lang ist, kann es auch besonders tief spielen. Und das würde ich euch gerne zeigen mit der Stelle des Großvaters. Das ist aus dem Stück von Prokofjew und das ist Peter und der Wolf. Es ist aber nicht so, dass das Fagott nur tiefe Töne spielen kann. Die tiefen Töne sind natürlich besonders schön und sehr speziell beim Fagott, weil es so groß ist. Es gibt aber auch sehr hohe Töne, die das Fagott spielen kann. Und dann klingt es manchmal so ein bisschen traurig und, ich weiß nicht, vom Charakter so ein bisschen melancholisch vielleicht. Das Fagott gehört zu den Holzblasinstrumenten und zwar zu dem Doppelrohrblattinstrument. Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, weil dieses Mundstück sind zwei Bahnen Holz. Das ist Arundo Donax, das ist so ein Schilfrohr, aus dem wird das gebaut. Und wenn ich die Lippen hier rummache um diese beiden Holzbahnen, dann macht das nur so ein kleines Piepsen. Aber wenn ich das hier drauf mache, das ist mein S-Bogen und ich spiele... Klingt schon ein bisschen tiefer und wenn ich die Luftsäule noch länger mache und das hier drauf mache, dann klingt es noch tiefer. Wenn ihr euch jetzt wundert, so ein großes Instrument, das kann ich gar nicht spielen und muss ich bestimmt 13, 14 Jahre alt sein, das ist falsch gedacht, weil das große Fagott hat eine kleine Schwester. Und die kleine Schwester nennt man Fagottino. Und das ist eine Besonderheit, die sich die Instrumentenbauer ausgedacht haben. Ein kleines Fagott, was Kinder schon ab 6 Jahren spielen können. Der Vorteil ist, die Griffe sind dieselben wie beim großen Fagott. Das Röhrchen hier, das Holzmundstück ist auch dasselbe. Das kann man drauf machen und ansonsten ist es hauptsächlich höher, weil es eine Quinte höher klingt. Man sagt Fagottino, ein Quintfagott und das hat vom Sound natürlich jetzt nicht so ganz schön die sehr tiefen Töne wie das große Fagott, aber zum Anfang ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Thank you.